Hallo, mein Name ist Thorsten Riele und ich bin der Geschäftsführer des Mannheimer Kapitols. Ich bin ein echter Kurpfälzer. Ich bin mannheimstädtisch geboren, bin in Ladenburg aufgewachsen, bin in Mannheim dann auf die höhere Schule gegangen, habe hier studiert. Die Kurpfalz ist lebendig und schön. Es hat alles, was du brauchst. Es hat Seen, es hat Berge, es hat grüne Wiesen, es hat städtischen Flair, großstädtischen Flair, es hat Plätze, auf denen du dich aufhalten kannst. Mannheim war schon immer zu Recht stolz darauf, dass wir hier eine unglaublich vielfältige und reichhaltige Kultur haben. Es gibt kleine Theater und es gibt größere, wichtige nationale Theater. Es gibt aber genauso gut die Clubszene, es gibt die Tanzszene, die hier sehr, sehr groß ist. Es gibt die bildende Kunst, es gibt Menschen, die singen, es gibt Menschen, die malen, es gibt Menschen, die tanzen. Und das zusammen ergibt einfach eine unglaublich tolle, vielfältige, bunte, kreative Szene. Das Kapitol ist am 30. Dezember 1927 eröffnet worden, also vor über 90 Jahren mit dem Film Der Sonnenaufgang von Murnau. Das muss ein Riesenspektakel gewesen sein. Damals haben 1000 Menschen hier reingepasst, einer der modernsten Kinopaläste überhaupt. Und als ich in der Neckarstadt aufgewachsen bin, ich durfte hier an den Wochenenden bei meinen Großeltern hier um die Ecke sein und das Kapitol war immer ein Magnet für uns. Und als sich vor 25 Jahren die Gelegenheit geboten hat, das Haus hier zu übernehmen, da habe ich natürlich zugegriffen, weil das einfach eine Verbindung ist, die mich mein ganzes Leben lang schon begleitet.